Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf der Black River Map und Johnny macht hier jetzt das Gras fertig. Ich habe mich dazu entschlossen, alles platt zu machen, alles zu kalken, alles zu düngen. Dann habe ich nie wieder Probleme damit. So, gut. Johnny ist hier noch die halbe Folge beschäftigt. Ja, ihr seht, auf der Seite ist schon gedüngt, aber ist mir jetzt egal. Soll er mal machen? Dann sind wir damit durch. So. Wir haben, glaube ich, noch einiges zu verkaufen. Mehl. Da reicht der Kleine. Ja. Auslagern. 5 Paletten. 3 gehen nur. Danke. Okay. Damit fährst du mal bitte. Da. Pizzeria. Die zahlen gute Preise. Da kommt kein anderer ran. Da brauche ich irgendwann gar nicht mehr nachgucken. Irgendjemand hat Lohn bekommen. So. Und let's go. Gut. Wo ist mein... Ach, der ist ja schon wieder da. Ich gucke mal, wie viel Eisenerz wir noch haben. Vielleicht reicht es ja noch für eine Lage. Erstes voll und der zweite ist auch voll. So, Lislock Silo haben wir gesagt. Let's go. So, was wird noch verkauft? Metall haben wir noch nicht. Hundehütten? Schränke haben wir. Du hast lange Bretter. Karton. Oh, Kartonrollen. 4 Stück. Da brauchen wir den langen Trailer. Dann machen wir jetzt Kartonrollen. Ich habe ein bisschen an Farbeinstellungen gespielt. Ich habe aber immer noch den Eindruck, meine Aufnahme ist dunkler als was ich auf dem Monitor sehe. Da könnt ihr mal sagen, wie das Bild bei euch ankommt. So. Da sind wir bei Pizzeria angekommen. Wir haben Geld bekommen. Aber ich kümmere mich mal zuerst um die Kartonrollen.
So. Nicht an. Näher ran. So, jetzt. Oder hat er die schon? Tatsache. Da sind vierfach Häuser, Paletten. So und so. Und jetzt auslagern. Auslagern? Alle? Okay. Genau. Ja, schmeißt du alle hinten rauf. Okay. Kartonagerollen. Da. Supermarkt. Das kriegst du doch wieder nicht hin, Freundchen. Und wir begeben uns mal zur Pizzeria. Die ist da. Genau. Bitte einmal nach Hause fahren. Oh, warte. Wir wollten ja jetzt hier... Stopp. Wir wollten jetzt hier ein bisschen mehr Spielraum machen. Richtig? Richtig. So, einfach ein Stück verkürzen und jetzt nach Hause fahren. Ja, da kommst du besser raus. Okay. Perfekt. So. Waren die Tiere versorgt? Ihr seid versorgt. Ihr seid versorgt. Danke. Du bist fertig. Du kommst nach Hause. Du arbeitest. Okay. Sehr gut. Und du kriegst es wieder nicht hin, wa? Ja, komm. Das hast du doch am Anfang hinbekommen. So, am Anfang haben wir das Ganze ohne Anhänger gemacht. Ja. Am Anfang war es ohne Anhänger. Bing. Wieder 50.000, 52.000. Wir sind jetzt bei 700.000, verdammt nochmal. Was mache ich mit dem ganzen Geld? Eine 10-Millionen-Challenge wäre jetzt auf dieser Map hier einfach zu einfach. So. Holz muss ich machen. Sägespäne muss ich machen. Ach ja. Ich, während der drüben gepflügt hat, habe ich hier den Baum, der hier lag, einfach schon zerhackstückelt. Wir haben jetzt 13.000 Liter Sägespäne. Ich wollte was anderes gucken. Wir hatten ja einen Monatswechsel. Wie geht's meinen Bäumen? Immer noch nichts.
Immer noch nichts. Seht ihr das? Immer noch die kleinen Mini-Bäume. Aber die gehen bis hier hinten durch. Okay. Gut. Der ist beschäftigt, der fährt. Hundehütten sind dran. Dafür reicht der Kleine. Wenn ich schon mal zu den Hundehütten fahre. Nehmen wir gleich die Wolle mit. So. Okay. So, einmal Hundehütten bitte. Da. Danke. So. Gut. Und die bekommt wahrscheinlich wieder der Supermarkt. Ja. Okay. Tschüss. So. Wer fehlt denn jetzt noch in der Liste? Silage verkaufen wir nicht. Ihr seid verkauft. Holz. Die hier haben sogar noch Holz. Holzbalken mache ich nächstes Mal. Ihr kriegt lange Bretter, ihr habt genug. Genau. Hier sind sogar noch. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Die Langbretter musst du doch verteilen, Freundchen. So wie du hier. Genau. Und wenn du die verteilt hast. Warte. Der verteilt sie ja nur an die hier. Dann kann ich hier wieder abschalten. So. Der verteilt die jetzt hier rüber. Genau. Und der sorgt dann für die weitere Produktion. Holz ist voll. Hier müssen wir noch Holz machen. Gras haben wir noch genug. Wir haben auch 100.000 Silage. Das brauche ich mir keinen Kopf machen. Heu haben wir noch 50.000. Ich meine, unser Verbrauch ist YOLO. Ah, der kriegt lange Bretter. Warte mal, Priorität 10. Priorität 10. Die müssten eigentlich beide selbe Priorität kriegen. Das heißt, der muss mehr lange Bretter kriegen. Dann schalten wir hier mal wieder ein, damit der auch lange Bretter produziert. Okay. Dann besorgen wir uns auch ein bisschen Holz. 20.000 für Hundehütten. Und ab nach Hause. Ohne Anhänger funktioniert's. Okay. Holz haben wir gesagt. Das bist nicht du. Das bist auch nicht du. Auch nicht du. Du erst recht nicht. Aber du. Was ist das hier? Das ist aber ein bisschen hoch abgeschnitten, Freundchen.
Andere Seite. Laubbaum. Die Bäume sind Mist. Davon habe ich letzte Folge auch einen abgesägt. Und da bleibt nichts mehr übrig. Wie das? Da gehe ich einfach drüber säge. Pass mal auf. Den lege ich jetzt mal hier hin. Jetzt gehe ich hier mit der Säge ran. Ja, das ist rot. Ist alles weg. So, und dann bleiben hier noch die kleinen Stämmchen. Ich müsste da so eine kleine Rampe ranbauen, dass ich da besser hochkomme. Ich könnte mit dem die Hackschnitzel aus dem Sägewerk abholen. Kann ich den großen hier mitnehmen? Die Fichte da? Ja. Na gut, dann werden wir jetzt mal ein paar Fichten lichten. Oh, den kann ich gar nicht ziehen. Gut, erledigt. Oh, oh, oh. Du solltest die Fichte einsaugen. So. Gut. Also. Einmal runter. Ein Stück zurück. Wieder schon vor. Jetzt. Nein. Jetzt. Hä? Ach so. Jetzt. So. Anheben. Halt, andere Seite, andere Seite. Ja. Jetzt klappt es. Okay. Oh, warte, ich sollte den LKW wegnehmen. Der kriegt nämlich sonst was auf dem Helm. Pass mal auf. Du fährst mal nach Hause und holst die Sägespäne
vom Dings ab. Tschüss. Und du? Mast hier. Fichten. So, wir nehmen erstmal die hier am Waldrand weg. Das sind die sogenannten Randfichten. Und dann werden wir uns weiter nach innen durcharbeiten. Stopp. Warum steige ich jetzt immer nach vorne ab? Warum nimmst du den letzten nicht mit? Gefällt der dir nicht? So. Gut. Komm du mal bitte nach Hause und ich kümmere mich so lange um den hier. Wie gut hast du ausgesät? Ja. Kann ich mit leben. Fast leer. So, dann werden wir mal schnell auffüllen. So. Danke. Eine zweite war... Ah, nee! Haben wir auch schon einen kassiert. Danke. So, und du parkst jetzt bei... Hat wir dir keinen Parkplatz zugewiesen? Oder leidest du unter Alzheimer? Ich dachte, ich hätte hier eine Saatmaschine Parkplatz gehabt. Da, Saatmaschine. Stopp. So. Saatmaschine, Anhänger, Klickerdi-Klack. Gut. Ach so, warte mal, warte mal, warte mal. Du musst ja jetzt noch walzen. Und diesmal die richtige Walze. So, du fährst nach Feld A. Genau. Und auf Feld A wirst du einen Job erstellen. Feldposition hier. Zielposition auch hier.
6,40 Meter, drei Vorgewände. Danke. Sieht gut aus. So, Feld A, Kurs speichern. Walzen 6,40 Meter. Gut. Stopp. So, wie lange brauchst du? Minuten. Walzt der? Ich sehe da nichts. Okay. So. Und danach ist, ja, gedüngt, ausgesät, gewalzt, fertig. So, wir haben gesagt 16 Minuten da. Okay. Finde ich gut. Jetzt sollten wir Holz machen. Den fahre ich mal ein Stück weg, damit die anderen sich hinstellen können. Wo brauche ich dich als nächstes? Beim Monatswechsel an den Schränken. Also parkst du mal hier. So, dann brauche ich dich. Dieser Trailer braucht eine Lenkachse. Das hat jetzt bewirkt. Sehr gut. So, du fährst jetzt nach Hause. Genau, er biegt gleich ab. Jetzt brauche ich dich. Parkst mal bitte hier. Genau. Und ein Trecker. Hast. Ah nee, ich brauche nur den hier vorne. Habe ich doch gerade. Du nimmst mal bitte den blauen Trailer weg. Damit du da Platz zum Arbeiten hast. So. Okay. VB. Hier schnorchelt der die Dinger problemlos weg. Weil ihr seht, wie schnell das geht. Und drüben, bei dem anderen, gab es immer Probleme.
Mal schau, wie es jetzt aussieht. Aber ihr habt gesehen, das war in einem größeren Abstand. Das heißt, ich werde mich jetzt mal so und jetzt den anderen holen. Werde ich den hier wieder etwas größer vom Abstand her positionieren. Können wir dann schön verkaufen. So, wir stellen uns mal hier hinten hin. Zack. Wunderbar. Der schnorchelt die problemlos weg. Danke. Dann lassen wir das Ding jetzt hier stehen. Zack. Fertig. So, hast du schon einen Parkplatz? Dann fährst du mal bitte nach Parken 1. So. Und du hast jetzt 25.000. Okay. Ackschnitzel. Da. Achso, ich muss ja hier gucken. Da. Hackschnitzel, Recyclingzentrum. Biomasseheizkraftwerk. Das hat man doch schon, genau. Dann schütten wir die dort rein. Ich würde sagen, wir fahren nochmal schnell rüber und nächste Folge kommt wieder an. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut und du mach hinne. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.